Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ayowoki Game Master. Leute, heute werden wir mal so einen zweiten Teil machen von unserem Q&A, so Frage- und Antwort-Video mit der ganzen Ayowoki Game Master Familie. Da ja ein paar Charaktere nicht vorgekommen sind, da ja ein paar vergessen wurden oder nicht alle vorgekommen sind, wie zum Beispiel Phantom, Grinch, Ayowine und Elva und Michelle fehlen noch. Und Leute, die werden heute interviewt und Leute, unser erster Gast wird auch direkt mal Phantom sein. Herzlich willkommen, Phantom. Ah, hallo. Da bin ich wieder. Ah, hallo, Phantom. So, warum wolltet ihr nicht wieder, dass ich herkomme? Hat es euch beim letzten Mal, als ich da war, nicht gereicht? Doch, Phantom, uns hat es schon gereicht, aber den Fans eben nicht. Die Fans wollten, dass du nochmal hierher kommst. Ach so, die Fans wünschen mich also. Ja, das ist auch schön, dass mich wenigstens irgendeiner mal wünscht. Ja, Phantom, in deinem Falle könnte ich das auch als schön begrüßen. Was soll das denn schon wieder heißen? Wollt ihr mich schon wieder dissen oder was? Nein, also Phantom, für Stress haben wir dich nicht hier eingeladen. Besser für euch. Ja, okay, also. Haben dich eingeladen, dass du die Fragen der Zuschauer beantwortest. So, also. Dann schieß mal los. Okay, Phantom, die erste Frage lautet, von Thomas, also wie bist du so stark und breit geworden wie ein Schrank? So stark und breit wie ein Schrank? Das willst du wissen, ja? Ja, okay. Das ist so meine Schwachstelle, mein Geheimnis. Und deswegen ist es auch gleichzeitig meine Schwachstelle. Ergibt ja Sinn. Ja, ein bisschen schon. Ja, willst du das doch gar nicht wissen, oder? Aber naja, ich verrate es euch trotzdem einmal. Also, ich habe halt so viele Empfehlungen gehört. Viel mit Fitnessstudio, trainieren halt all das. Diese Proteinshakes da aus dem Fitnessstudio irgendwie. Und dann bin ich irgendwann halt auf die richtige Lösung gekommen. Ja, das mit dem Fitnessstudio. Ja, das bringt halt jetzt nicht allzu viel. Also, das wird meistens ein bisschen übertrieben dargestellt. Also, bei mir hat das jetzt einmal nicht so viel gebracht. Vielleicht ist es ja bei anderen besser, aber bei mir jetzt nicht. Und deswegen habe ich rausgefunden, Spinat ist die Lösung. Das bringt es halt am meisten. Zumindest bei mir bringt es das am meisten. Ja, und so bin ich dann auch darauf gekommen. Ja, okay, also. Okay, Phantom, dann ist die zweite Frage, warum bist du immer so böse zu uns? Also, warum ärgerst du uns in der Phantom? Ich ärgere euch? Was, ich? Nein, das bildet ihr euch doch sicherlich nur ein. Phantom, du bist schon manchmal böse zu uns. Na schön, wenn das so ist. Wenn ihr das so seht, dann sage ich euch jetzt halt nur eins. Denn so, wie man in den Wald hineinschreit, kommt es auch zurück. Also, das war jetzt das, was ich euch sagen wollte. Eigentlich waren wir immer lieb zu dir und nett zu dir, Phantom, aber egal. Ah ja. Okay, Phantom. Dann würde ich sagen, wir gucken, ob wir hier noch eine dritte Frage für dich finden. Ja, okay. Nach das. Und zwar lautet diese Frage, warum bist du so lila, Phantom? Warum ich lila bin, das ist mein Schutzanzug. Dieser Anzug bietet mir Schutz und ist hauptsächlich inspiriert an jemanden von den Avengers. An jemanden von den Avengers? Aber das hat doch da keiner von den Helden. Ja, es ist auch nicht von einem Helden inspiriert, sondern von einem Bösewicht. Jetzt denkt doch mal nach, es gibt doch bei Avengers auch einen Bösewicht. Oh mein Gott, ja, ich weiß jetzt, welcher Bösewicht bei Avengers lila ist. Ja, also, und welcher auch so ähnliche Handschuhe hat, oder meistens immer so ein Handschuh wie du. Ja, ah ja, Thanos, weil Thanos ist doch auch lila. Und das Design ist ja auch ein bisschen ähnlich, also ist dein Anzug vielleicht an Thanos inspiriert, Phantom. Ja, das ist an Thanos inspiriert und bietet mir Schutz vor meinem Gesicht unter meiner Maske. Oh mein Gott, ja, stimmt. Dein Gesicht unter der Maske ist ziemlich hässlich, Phantom. Sag das nicht nochmal. Ja, hab Glück, dass ich heute noch einen guten Tag hab. Oh, okay, wenn Phantom das sagt, dann sollten wir mal besser vorsichtig sein.
Ja, werde ich euch auch raten. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, okay, gut. Stau, Phantom. Okay. Ja, gut. Okay, jetzt. Stau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wow, das war mir wieder ein spannendes Interview mit Phantom. Dann würde ich sagen, kommt jetzt auch schon unser nächster Gast hier. Okay, und zwar jetzt. Und, Leute, also willkommen. Gwynch. Moin, Gwynch oder Psycho-Gwynch, wie auch immer, wie soll ich dich nennen? Gwynch reicht einfach. Ist einfacher. Ah ja, Gwynch finde ich auch. Ja, okay, ich bin heute hier, um ein paar Zuschauerfragen zu beantworten, stimmt's? Ja, genau, Gwynch, wir starten auch schon mit der ersten. Also, die erste Frage ist: Warum hast du Weihnachten? Ja, ihr müsst wissen, an Weihnachten habe ich nie die Sachen bekommen, die ich mir gewünscht hatte vom Weihnachtsmann. Und deswegen hast du Weihnachten, Grinch? Ja, den Weihnachtsmann hasse ich natürlich auch dafür. Okay, Grinch, was hast du dir denn genau gewünscht? Also gewünscht habe ich mir eine Spielzeugeisenbahn und ein SNES. Das war ja früher noch modern, gell? Ja, genau, das war früher wirklich noch modern in den alten Zeiten. Ja, genau. Ach ja, und apropos alte Zeiten, Gunsch. Hier fragt noch jemand, wie alt bist du denn? Ist es so im vierstelligen oder im dreistelligen Bereich? Na, so alt auch wieder nicht. Also wenn dann im vierstelligen schon mal gar nicht, eher so im dreistelligen. Oh, okay, wie alt denn ungefähr? Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich sag's einfach mal. Also ungefähr. So wie Phantom, 158 Jahre. Was? So alt? Ja, das ist wirklich richtig alt. Ja. Okay, Gwen, dann ist hier auch noch eine Frage, warum du uns immer ärgerst zu Weihnachten. Das würde mich jetzt auch mal brennend interessieren. Ja, also, ich habe halt Langeweile und deswegen ärgere ich immer viele andere YouTuber und da bist du auch immer auf der Liste, Nevio. Oh, ich? Okay. Ja. Ja, okay, das waren dann auch schon die drei Fragen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Gunsch. Bis zum nächsten Mal. So, das war auch wieder ein wildes Interview mit Quinch. Dann würde ich sagen, kommt als dritter Gast und halt auch somit schon als vorletzter leider. Ging es jetzt wieder schnell irgendwie rum. Dann würde ich sagen, da kommt auch als vor. Letzter Gast auch schon, Ayuwine, da würde ich sagen, herzlich willkommen. Ayuwine, moin, moin, Jungs, freut mich, dass ich wieder hier dabei sein darf. Ja, uns freut es auch, dass du wieder hier dabei bist, Ayuwine. Ja, hier sind auch schon die Fragen. Oh, okay, willst du mal vorlesen, Ayuwine? Ja, lieben gerne, dann ist hier noch eine, das ist hier die erste Frage, die ja ganz fett notiert ist. Ayuwine, wie alt bist du? Ja, also, wir haben jetzt ja schon erfahren, wie alt Gaby ist. Und Ayuwine, du müsstest ja ungefähr gleich alt sein, oder? Ja, bin ich auch, wie das meistens so ist halt. Ja, also Ayuwine, sag mal so. Ja, also wie das meistens halt so ist halt der Partner immer gleich, also da ein paar Jahre jünger. Und ich bin jetzt halt ein paar Jahre jünger. Naja, dachte ich mir auch, Ayuwine, bei dir. Ja, und zwar bin ich 23, also genau 2 Jahre jünger als Gamie. Oh, das passt, der ist ja meistens so. Ja, genau. Okay, dann lese ich hier mal die zweite Frage. Und zwar lautet die: Aus welchem Land kommst du, Ayuwine? Ja, also Ayuwine, sag mal, also. Ja, also vielleicht sieht man es mir ja schon an meinen Augen, an meiner Frisur, also generell so an meinem ganzen Gesicht. Ich komme aus Japan, das sieht man ja am meisten hier an meinen Augen. Also das sieht man halt irgendwie generell so an meinem Gesicht. Ah ja, macht ja auch Sinn, weil deine Mutter XOXO kommt, glaube ich, auch aus Japan. Und aus China. Und du bist ja die Tochter oder Stieftochter. Ja, genau, dann komme ich halt aus dem gleichen Land. Ich habe ja auch ähnliche Glupsaugen wie XO. Sieht halt auch aus wie eine Anime oder wie eine Manga-Figur, sagen mir halt auch viele. Ja, Ayuwine, das sieht aus wie so Manga, Anime oder halt so Cosplayerin halt, sagen auch manche.
Ah ja, lol, vielleicht sollte ich mich mal als Cosplayerin bewerben. Ach ja, das wäre lustig, Aluvine. Ja, lol. Okay, dann, okay, Aluvine, dann lese mal die gute letzte dritte Frage vor. Okay, die gute letzte dritte Frage lautet: Warum warst du früher böse? Eine sehr interessante Frage, Aluvine. Ja, also wie viele wissen, war ich früher böse, weil, naja, eigentlich bin ich ja ganz lieb, war ich davor auch. Aber manchmal raste ich halt einfach ohne Grund aus. Und das war auch der Grund, dass ich früher böse war, weil ich bin halt früher oft ausgerastet halt. Oh, interessante Story, Ayurvine. Ja, gell? Ja, dann würden wir sagen, Ayurvine, bedanken wir uns auch bei dir. Ja, ich habe natürlich auch zu danken, dass ihr mir wieder die Chance gibt mit einem Interview mit mir. Ja, Ayurvine, immer wieder gerne. Ja, okay, dann würde ich sagen, bis die nächsten Tage und passt auf dich auf. Ja, Ayurvine, du auch und bis die nächsten Tage so. Bye, bye. Bye, Ayurvine. Und willkommen, Elf on the Shelf. Und Elf on the Shelf wird jetzt auch mal gleich hier Platz nehmen. Leute, davor, die sagen, stellen wir noch ein paar Fragen. Oder, so Leute, hier sind mal die Fragen für Elf on the Shelf. Und sollten wir die sagen, Elf on the Shelf, lese ich dir mal die erste Frage vor. Und zwar lautet diese Frage: Wie bist du ein Elf geworden? Also, wie ich ein Elf geworden bin. Ich war halt früher oft brav, auch wenn man sie nicht ansieht, auch wenn ich halt böse war. Ich war halt meistens ein braver Junge oder halt da, wo ich herkomme, nennt man das brav. Und dann wurde ich irgendwann, als ich so um die 10 war, zu einem Elfen, also zu einem Helfer des Weihnachtsmanns. Oh mein Gott, Elf und ich helfe. Das ist ja wirklich irgendwie schön. Aber jetzt ist hier die zweite Frage an dich. Warum warst du damals böse? Ja, also das ist eine sehr kurze Geschichte eigentlich nur. Echt, wir dachten, es wäre eine lange. Eigentlich ja nur eine kurze. Und zwar lautet diese, nämlich, ich wurde vom Weihnachtsmann halt nicht genug bezahlt. Ich habe halt nicht genug Gehalt bekommen. Und dann bin ich irgendwann sauer geworden und habe das halt an anderen YouTubern ausgelassen. Und da wart ihr natürlich dabei auch. Ja, haben wir ja gemerkt. Lol, einfach die lustigste Story ever. Hahaha, ja lol. Finde ich irgendwie auch, aber jetzt habe ich mich ja wieder beruhigt. Jetzt werde ich ja wieder besser bezahlt und bin zu einem besseren Menschen oder einem besseren Elfen geworden. Ja, die Therapie tat ja wohl gut, Elf und ich helfe. Ja, das tat's auch wirklich. Ja, Elf und ich helfe. Und dann lautet die dritte Frage nämlich auch, wie die Geschenke verpackt werden halt. Also die Geschenke werden immer verpackt mit so einem ganz speziellen Weihnachtsgeschenkpapier. Und das wird hergestellt in so einer riesig großen Fabrik. Das ist halt so riesig groß wirklich. Oh, okay. Ja, und so werden alle Geschenke halt gemacht, die auf der Wunschliste stehen. Und halt auch das Geschenkpapier. Das ist jetzt halt mal so die ganze Story dahinter. Und ja. Ja, genau. Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir diesen Teil ja auch. Ich hoffe, euch hat der zweite Teil auch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder so beim nächsten Mal. Ich halte auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder ein. Stimmt's, Elf und ich helfe? Ja, ganz genau. Ich halte zur nächsten Folge wieder ein. Sonst gibt es keine Geschenke. Oh, ihr habt Elf und ich helfe gehört, Leute. Ja.